Polestar steht richtig auf dem Gas. Also bis 2027 sollen 4 neue Modelle auf den Markt kommen. Und das erste ist dieses Auto hier, der Polestar 3. Wie man jetzt unschwer am Namen erkennen kann, ist es das dritte Modell. Wenn wir nochmal kurz zurückblicken, Polestar 1, das war ein Plug-in-Hybrid Coupé, 609 PS. An der Stelle kurze Eigenwerbung. Mein Kollege Peter und ich sind den Polestar 1 für den Podcast von Autobild gefahren. Erst fahren, dann reden heißt er. Falls ihr den noch nicht kennt, schaltet da gerne mal rein. Eigenwerbung Ende. Danach gab es dann den Polestar 2, eine vollelektrische Limousine. Und jetzt eben den Polestar 3, das erste SUV der Marke, auch vollelektrisch. Und auch wenn Polestar bei der Namensgebung vielleicht nicht ganz so kreativ ist, haben sich doch einiges überlegt, warum das hier eben nicht nur noch ein weiteres SUV ist. Und was das so ist, das schauen wir uns heute an. Allerdings muss ich schon dazu sagen, wir müssen uns richtig sputen, denn wir haben nur ganz, ganz wenig Zeit. Aber kriegen wir hin. Starten wir an der Front. Wir haben hier wirklich eine ziemlich besondere Front und das liegt hauptsächlich an diesem Part hier. Das ist so ein sogenannter Aeroflügel und man kann hier so durchschauen. Das sieht nicht nur cool aus, das hat natürlich auch eine Funktion. Es verbessert die Aerodynamik, es verringert eben die Turbulenzen. Ziemlich special, fällt erst auf den zweiten Blick auf. Ansonsten hier vorne die sogenannte Smart Zone, nennt Polestar das. Da sind eben Kamera, verschiedene Sensoren drin. Und diese Smart Zone ist sogar beheizt, damit die eben im Winter nicht zufriert. Leuchten auch besonders, die sind erstmals zweigeteilt, ansonsten aber dieses typische Design, was wir vom Polestar kennen, beibehalten. Und wenn wir jetzt einmal rumkommen hier ins Profil, dann ist es vielleicht nochmal ganz gut, dass wir nochmal über die Größe sprechen. Also der Polestar 3, der ist 4,90 Meter lang. Damit ist er genauso lang wie ein Audi e-tron und nur minimal kürzer als der BMW iX, der ist 4,95 Meter. Und man sieht also, das ist wirklich ein ganz schöner Kavenzmann. Die Plattform, die ist komplett neu, ist mit Volvo entwickelt, hat einige Vorteile. Man kann eben die Batterie unten in den Boden einbauen. Wir haben einen sehr langen Radstand, 2,99. Und wenn wir schon über die Räder sprechen, dann sollten wir uns die auch nochmal anschauen. In diesem Fall haben wir jetzt hier 22 Zoll Felgen drauf. Serie sind 21 Zoll. Finde ich schon ziemlich gewaltig, 21 Zoll Serie. Insgesamt muss man tatsächlich auch sagen, dass die Serienausstattung ziemlich gut ist. Man hat immer Panoramadach beispielsweise an Bord, ein paar Sachen im Innenraum, wo ich gleich nochmal drauf eingehe. Aber was ich euch jetzt nicht vorenthalten möchte, ist dieser gar nicht so auffällige Sticker hier. Da steht Polestar 3, 111 kWh, 380 kW. Und wenn wir jetzt hier schon stehen und darüber sprechen, dann wollen wir natürlich auch was zum Antrieb wissen. Zum Marktstart wird es den Polestar 3 ausschließlich als Dual-Motor-Long-Range-Modell geben. Was bedeutet das? Wir haben zwei Motoren, einen an der Vorderachse, einen an der Hinterachse und in der normalen Version 360 kW. Das sind ungefähr 490 PS, 840 Newtonmeter. Jetzt sagt ihr aber bestimmt, Moment mal, hier steht doch 380 kW. Stimmt auch, denn es gibt das sogenannte Performance-Paket. Das kostet 6.600 Euro extra. Wer das bestellt, der bekommt die 22 Zoll Felgen und eben mehr Leistung. Man hat dann 380 kW, 517 PS sind das und 910 Newtonmeter. 0 auf 100, 4,7 Sekunden. Die normale Version braucht 5 Sekunden, also ist jetzt auch nicht viel langsamer. Man darf halt nicht vergessen, das Auto ist alles andere als leicht. Wir reden hier über 2,6 bis 2,7 Tonnen, also schon ganz schön gewaltig. Noch ein Wort zur Batterie. 111 Kilowattstunden. Laut Polestar soll das reichen für bis zu 610 Kilometer. Das ist also ordentlich, wie ich finde. Allerdings haben wir hier keine 800 Volt Technologie an Bord. Nur 400 Volt. Maximale Ladegeschwindigkeit beim Schnellladen, also DC, 250 kW. Ansonsten 11 kW. Gehen wir noch einmal weiter und gucken uns das Heck an. Man sieht, die Dachlinie, die fällt ziemlich stark ab und hier hinten die Fensterlinie steigt an, also ungewöhnliches Design. Und hier am Heck kommt eben das, was ich schon angesprochen habe, der zweite Aeroflügel. Also hier geht die Luft auch nochmal durch. Ihr seht es, ich kann hier auch durchfassen.
Die Heckscheibe ist super schmal, das sieht man schon direkt. Durchgängige Leuchtband, das kennen wir schon von Polestar. In diesem Fall umgedreht, wie beim Polestar 2. Finde ich aber, sieht wirklich sehr gut aus. Ja, und ansonsten ist das Heck relativ clean. Und jetzt habe ich wieder super viel geredet, aber es gibt eben auch viel zu erzählen. Jetzt würde ich sagen, nutzen wir die Zeit, springen noch mal rein, denn auch da ist es ziemlich interessant. Dann schauen wir uns den Innenraum des Polestar 3 natürlich auch noch mal an. Erstmal so mein erster Eindruck, es ist sehr aufgeräumt, sehr luftig. Natürlich fällt direkt ins Auge hier dieser große Bildschirm. 14,5 Zoll senkrecht, im Polestar 2 misst der Bildschirm 11,2 Zoll. Das heißt, wir haben hier über 3 Zoll mehr. Wir haben hier weiterhin Android Automotive an Bord, aber eine Weiterentwicklung von dem System aus dem Polestar 2. Wir haben hier ganz groß Google Maps. Jetzt will ich hier euch zeigen, wie schön das geht, aber das geht gar nicht, denn das ist eben hier noch ein Vorserienfahrzeug. Wir haben draußen quasi in der gleichen Größe nochmal parallel ein iPad, da konnte ich das System schon mal testen. Man hat hier oben immer groß Google Maps, man hat hier unten Schnellwahltasten für verschiedene Einstellungen oder eben auch für Musik, Klima, alles wird hierüber bedient. Klingt erstmal super überladen, aber ich kann euch sagen, ich konnte es ja draußen schon testen, funktioniert wirklich gut. Vor mir habe ich nur ein ganz kleines Display für die wichtigsten Informationen, inklusive auch Navi. Das ist gut. Platzangebot für mich mehr als ausreichend. Ich meine, 1,83 bin ich groß, ich habe super viel Platz in alle Richtungen. Was so die Nachhaltigkeit beim Polestar 3 angeht, da gibt sich hier die Marke sehr, sehr viel Mühe. Man hat verschiedene Optionen für den Innenraum zur Wahl. Serienmäßig gibt es Microtech, das ist eine Art Vinyl, ein veganer Innenraum, wenn man so möchte. Aber optional gibt es eben dieses Leder hier, das haben wir jetzt hier. Das ist ein naturschutzzertifiziertes Leder, also aus besonders nachhaltigem Anbau. Anbau sage ich schon, aus besonders nachhaltiger Zucht. Oder es gibt auch ein Wollinterieur. Das hätte mich ja mal interessiert, aber das ist das einzige Interieur, was hier auf der Weltpremiere nicht zu sehen ist. Ein bisschen schade. Ansonsten eine Sache, die mir wirklich gar nicht gefällt, muss ich einfach sagen, Fensterheber. Und zwar haben wir hier nur noch zwei. Zwei elektrische Fensterheber, genau wie bei VW, muss man also so einen Knopf drücken, um dann die hinteren zu steuern. Finde ich schon bei VW nicht so cool und bei einem Auto, was noch deutlich teurer ist, ist nicht meins. Aber wir gucken uns noch auch einmal schnell den Fond an, denn Polestar ist besonders stolz darauf, wie viel Platz das Auto hinten haben soll. Polestar hat den 3 von Anfang an als zweireihiges Auto konzipiert. Also es war gar nicht erst in der Überlegung, noch eine dritte Sitzreihe zu verbauen. Das liegt daran, dass sie eben sagen, sie wollen so diesen luxuriösen, geräumigen Style anbieten, wohingegen dann Volvo zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann auch nochmal ein siebensitziges SUV auf dieser Plattform anbieten wird. Man sitzt also wirklich, ihr seht es ja, ultra geräumig. Ich habe massig Platz nach vorne. Trotz der relativ stark abfallenden Dachlinie habe ich auch nach oben echt mega viel Platz. Das Einzige, was ich so ein bisschen ungewohnt finde, ist, ich weiß nicht, ob das so rüberkommt, wenn ich so sitze, sitze ich halt hier ziemlich eingebaut. Genau in meinem Kopf kann ich nicht ganz so gut rausschauen. Das liegt daran, dass Polestar die Rücksitzbank nicht so eingebaut hat, sondern leicht versetzt, um eben noch mehr Platz zu gewinnen, vor allen Dingen am Kopf. Und sie sagen, um ein sportlicheres Gefühl zu vermitteln. Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob ich hinten unbedingt ein sportliches Gefühl brauche. Aber der Platz, der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. So,
So, das war der Polestar 3 wirklich im absoluten Schnelldurchlauf. Aber ich schaue auf die Uhr. Ich habe jetzt wirklich nur noch eine Minute Zeit. Die wollen wir nutzen, um die wichtigsten Fragen noch zu klären. Einmal Marktstart. Q4 2023, sagt Polestar. Also noch ein ziemlich genau ein Jahr. Liegt einfach daran, dass das Auto eben auf einer komplett neuen Plattform steht. Die braucht noch ein bisschen Zeit. Preis. Auch wenn ich an dieser Stelle sonst immer sage, ja, wissen wir noch nicht, sagt man noch nicht zu, ich muss schätzen. An dieser Stelle kann ich den Preis schon verkünden. 89.900 Euro kostet der Polestar 3 als Dual-Motor Long Range bei Marktstart. Wer dann noch das Performance-Paket dazu bucht für 6.600 Euro, der landet dann also ziemlich genau bei 96.500 Euro. Klar, das ist verdammt viel Geld, aber die Konkurrenz ist auch nicht günstiger. Ein BMW iX kostet ungefähr das gleiche mit vergleichbarer Leistung. Was sage ich also zu dem Auto? Optisch finde ich ihn wirklich extrem gelungen. Innenraum sehr luftig, ein schönes Raumangebot. Die Verarbeitung finde ich gut. Jetzt konnte man noch nicht alles wirklich testen, aber grundsätzlich finde ich, ist das Auto sehr gelungen. Auch wenn ich jetzt denke, ob es noch ein weiteres Elektro-SUV braucht, ich weiß es nicht. Aber schreibt mir gerne, was ihr davon haltet. Ihr wisst ja, ich lese mir alles durch, also von daher immer in die Kommentare rein. Was haltet ihr vom Auto? Wie hat euch das Video gefallen? Und natürlich nicht vergessen, liken und abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ja, die Minute ist rum.